Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Ruined King. Wir befinden uns gerade hier im Schattenheim, Wald des Grauens, und sind auf dem Weg Richtung Schattengewölbe. Haben jetzt diese wundervollen Geisterfallen das erste Mal gesehen, die wir mit Ari aufdecken können. Und bügeln uns hier fleißig. Jetzt sind wir auch noch in der Gefahrenzone. Das ist ja Worst Case. Doch nicht. Okay, das diesmal nicht. Der Scharfschütze bei in dem einen Lager, ja, aber das passt. Okay. So. Dann bringen wir das schnell hinter uns. Gefällt mir nämlich gar nicht, muss ich sagen. Das heißt, wir bereiten schon direkt den Heal vor. Witzig ist, dass alle sechs Charaktere gerade in der Fläche drin stehen. Wobei, das ist dann egal, dann können wir auch den hier machen. Weil die brüllen uns jetzt sicher alle an. Korrekt. Mein Schild ist mein Schwert. Zum Glück sind wir gehottet, deswegen kriegen wir ja ein bisschen Leben wieder jede Runde jetzt. So, und dann zwiebeln wir den jetzt hier schnell weg und dann fix aus der Fläche raus. Also 144 ist als verstärkter Angriff überschaubar, würde ich sagen. Köstlich. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Vor allem der dreht sich, ne? Der andere da oben hat es sich nicht gedreht. Sehr komisch. Vielleicht haben wir auch nicht lang genug gewartet. Aber Mist, wir sind im Netz gewesen, ich kam da nicht raus. Freunde, ihr habt meinen Schild. Boah, sind das unnötige Kämpfe gerade. Nee, wir bereiten den Heal diesmal vor mit den Essenzen. Eine Heilfläche drin, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und gleich wird ordentlich durchgeführt. War anscheinend auch für die Gegner. Wenn auch nicht so viel, aber dann kommt der hier weg. Einer weniger. Schilde hoch. Und 30 Punkte. Ist der Schadenslane. Dann ist auch gleich der Debuff mein weg. Schild ist mein Schwert. Oh, was prügeln wir hier mal mit drauf? Kann ja nicht sein.
Also, beziehungsweise, wir kriegen gleich so viel Heilung, dass das vermutlich nicht ins Gewicht fällt, wenn wir da jetzt einen Angriff mitmachen. Hey, danke. Zack. Bring. Ja, wie gesagt, wir haben volles Leben. Tut mir leid, Freund. Den haben wir. Können wir den machen? Und dann müsste der jetzt hoffentlich mit den nächsten Angriffen. Ja, genau das. Einfach weg. So geht das. Davon wird man sich erzählen. So, dann brauchen wir noch 80 Erfahrungspunkte für Ari. So, hier sind wieder ein paar Pfeilen. Mein Tagebuch von Ilia, 6¾ Jahre alt. Liebes Tagebuch, heute habe ich eine echte Prinzessin gesehen. Sie war groß und hübsch und trug eine Rüstung und einen spitzen Speer, der sogar größer als Onkel war. Papa hat mich reingeschickt und mir gesagt, ich soll die Tür zumachen. Aber ich wollte die Prinzessin sehen und von meinem Fenster aus konnte ich sie nicht sehen, also habe ich nicht die Tür, sondern das Fenster aufgemacht und bin die Ranken runtergeklettert. Aber dabei habe ich meine Schuhe verloren. Dann habe ich ein paar der größten roten Blumen aus Papas Garten gepflückt, die ich finden konnte, und habe mich zu der Dame geschlichen, als die anderen über die kranke Frau sprachen. Dann sind alle sauer geworden. Dabei wollte ich jedoch nur die Blumen geben. Und dann bin ich hingefallen und die Blumen haben an meinem Rücken geklebt. Und ich kam nicht mehr an sie ran und alle schrien mich an und ich bin weggelaufen. Papa sagt, ich habe Hausarrest. Mhm. Okay, dass wir da reingelaufen sind, ist natürlich auch schon wieder so eine Sache. Aber wir haben das Schattengewölbe erreicht. Und wie es hier ausschaut, kommen wir vermutlich nicht direkt rein. Das ist eins der Gewölbe. Ich habe von ihrer Schönheit in Erzählungen gehört. Sie so zu sehen, ist entmutigend. Dass eins intakt geblieben ist, ist erstaunlich. Die Zerstörung hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Bleibt die Frage, ob wir es öffnen können. Was für eine hübsche Tür. Ich liebe hübsche Türen. Okay. Es gibt immer einen Weg hinein. Sehen wir uns um. Gesagt, getan. Einmal hier runter, weil da ist eine Gesprächsmöglichkeit gewesen. Der Nebel ist voller Geister, die während der Zerstörung starben. Und er trägt den Atem ihres Verlusts, ihre Verzweiflung. Das ergibt Sinn. Nichts ist kälter als das Gefühl der Niederlage. Und dann ist jetzt hier hoffentlich der letzte Eintrag vom Tagebuch. Ja! Heute hörte ich ein neues Geräusch. Die Knochen des Dämons waren abgenagt, sodass ich mir eine neue Nahrungsquelle suchen musste. Die Rationen im Boot waren sicher vergiftet. Alles andere wäre zu schön, um zu wahr zu sein. Daher warf ich sie ins Meer, um nicht der Versuchung zu erliegen. Das neue Geräusch, das ich hörte, war merkwürdig. Ketten? Oder Schlüssel? Ich habe schon lange nicht mehr das Rasseln von Metall gehört. Vielleicht wieder ein Gespenst, das sich als Mensch tarnt und mich foltern will? Nein, ich werde es töten, wie ich das andere getötet habe. Ich bin der wahre Überlebende. Morgen besuche ich die merkwürdige Lichtung, wo ich die Ketten gehört habe. Wenn da ein anderer Dämon ist, werde ich ihn essen. Ja, das wird er nicht geschafft haben. Der wird jetzt vermutlich in einer gewissen Laterne vermutlich sitzen. Von dem Kettenwächter, den wir auch schon gesehen haben. Was dafür spricht tatsächlich, dass er schon tot ist. Diese Zeichen. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Mir auch, als hätten wir die gerade eben gesehen. Kannst du ihre Bedeutung entziffern? Ich habe so viele Erinnerungen in meinem Kopf. So viele Leben. Ich kann fühlen, wie etwas nach mir greift. Geister? Sprechen sie zu dir? Nein. In diesen Steinen hallt eine Erinnerung wieder. Ich kann sie nicht sehen, aber fühlen. Vielleicht finde ich hier wirklich Antworten. Okay. Jetzt müssen wir noch einmal kurz zurück. Sollen wir mal einen Blick drauf werfen? So.
Das ist quasi genau so, wie es da unten ist. Es ist die Frage, was wir da machen müssen. Ach, ich verstehe schon. So. Jetzt haben alle Licht. Und das ist nicht korrekt. Kann es sein, dass nur drei Dingern. Aber das war doch eben, oder? Moment. Welche drei waren das jetzt? So, von uns aus gesehen. Der unterste bei den dreien. Der da drüber und der rechts. Also der, der und der. Also nein. Nein. Ja. Okay. So. Jetzt leuchten nur die drei. Das ist es aber auch nicht. Also, was dann klar ist, ist, dass wenn wir alle beleuchten müssen, dann muss das schon mal so sein. Dann bleibt ja nur das hier übrig. Ah! Verstehe ich nicht, aber... Nein, ich will den anderen haben. Also. Noch einmal. Jetzt, warum auch immer es jetzt geht. So, aber nach ein bisschen Rumgerate hier. Dieser wundervollen Geistessicht-Taste. Da interessiert mich eine Sache. Wir müssen einmal ganz kurz noch gucken, ob wir die da auch sehen. Ja, was ist, wenn wir das mit einem anderen Charakter machen? Okay, hätten wir auch gesehen. Gut. Das ist also keine Special-Fähigkeit quasi von Ari. So, dann sind wir im Schattengewölbe. Und das ist ziemlich groß. Also Step Number One, erstmal hier oben rum angucken. Step Number One wurde erledigt. Und dann geht's hier runter und dann haben wir auch einen Speicherpunkt. Der Rastpunkt, den wir jetzt auch mitnehmen, um uns eine neue Mahlzeit reinzupfeifen. Okay, wir haben keine Möglichkeit mehr. Mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, also Gold. Achso, ich kann später wiederkommen, wenn du allein sein willst. Ich hab nichts gegen etwas Gesellschaft. Außer es ist Braum. Er hat viel Energie. Und du bist höflich. Ari, es gibt da etwas, das ich dich fragen will. Was denn? Damals in Bilgewasser. Warum bist du ohne mich fortgegangen? Ich schwor dich zu beschützen. Ich hatte Angst, dass du in Gefahr bist, wenn du bei mir bleibst. Das liegt in der Natur der Sache. Ich meine nicht die Gefahr, die von unseren Feinden ausgeht, sondern von mir. Ich habe keine Angst vor dir. Ich weiß. Deshalb musste ich fortgehen. Ari... Gute Nacht, Yasuo.
ja, sehr selbstlos. Oder halt auch, naja, sehr, naja, wie soll man das sagen? Nicht übergriffig, aber so bevormunden. Das ist die andere Alternative, wie man das Ganze sehen kann. Wir enthalten uns an der Stelle der einer Aussage. Hier lauert der Tod. Wir müssen den Tod um jeden Preis zurückdrängen für Maokai. Eine kurze Schonfrist. Alles wird letztendlich im Wasser des Lebens ertrinken. Jetzt ist er auch noch Philosoph. Er ist würdig. So, wir haben einen Philosophen im Team. Interessant. Das sieht nach einem Teleporter aus. Okay, damit kommen wir auch wieder theoretisch zum Eingang. Das ist also Eingang im Sinne von Eingang der Schatteninsel. Natürlich sehr nett, dass sie hier überall extra Teleporter für uns hingebaut haben. Briefwechsel zwischen Reginald Welkin und Robert Welkin. Bruder, vor nun fast 3 Wochen hatte ich mich von Falkrens schönen Landen auf die Reise zu diesen verfluchten Schatteninseln gemacht. Langsam glaube ich, dass die Behauptung deines Informanten, hier liege ein versunkener Schatz, nichts weiter als benebeltes Gefasel war. Doch da die Familienkasse immer weiter schrumpft, erschien eine solche Expedition zu den Inseln durchaus vernünftig. Einer der Dienstjungen, Elric, behauptete, eine finstere Gestalt inmitten des Nebels gesehen zu haben. Nichts weiter als Kindermärchen. Lebhafte Fantasien, da bin ich mir sicher. Doch auch wenn ich mich noch so anstrengte, ich konnte dieses Kindermärchen nicht aus meinem Kopf verbannen. Hatte er vielleicht versucht, mich vom Gelegenheitsdiebstahl abzubringen? Ich werde den Jungen befragen müssen. Offensichtlich entsprang diese Ausrede einem jungen und leichtsinnigen Verstand. Ich werde später wieder schreiben. Hoffentlich mit guten Neuigkeiten. Richte den Jungen meine Grüße aus, sowie Mutter und Vater. Dein Bruder, Reginald Welkin der Dritte. Mhm. So, kommen wir hier durch die Tür? Die Antwort ist ja. Kommen aber auch da drüben weiter. Warte, kommen wir da wirklich weiter? Ja, kommen wir da. Das heißt, wir checken dann vielleicht doch erst den Weg nach hier ab. Und hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Genau, wegen diesen schattenhaften Ranken. Es sei denn, wir können mit Ari... Nein. Gut. Dann hat sich das geklärt. Wir sollten vielleicht aber doch mit Ari laufen, falls wir wieder irgendwo fallen sind. Da unten wabbert's. Ha. Gut, in dem Fall sind es dann nicht die... Doch, da sind die Fallen. Hat sich das auch geklärt? Oh! Da kommt irgendwas Hässliches. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Das sieht wieder nach so einem Laserding aus. Aber wenigstens diesmal nicht so. Autsch. Kann doch gut bouncen. Das heißt, wir... Au. Schnell zur Truhe. Ein Vasani-Amulett. Zusätzlicher Schaden. Crit Hast. Vasani-Amulett. It is. So, jetzt müssen wir uns im nächsten Kampf ein bisschen heilen. Das sieht auch nach einem neuen Gegner aus. Die jetzt nicht unbedingt, aber die danach. Dass du nicht beenden kannst. So. Dafür, dass wir uns eben voll geheilt haben, sieht man davon nicht mehr viel. Kurz so lassen, weil wir mit Ari nämlich weniger Schaden machen, können wir den auch jetzt finishen. Das hat gesessen. So.
heißt anhauen, töten, so geht das. Welle Nummer 2 triggern und dann jetzt einen dicken Heal mit Ari reinhauen. Oh, das ist cool. Das sieht nach so einem schattenhaften Verfolger aus. Nach so einem Schattenviech halt. Oha, das ist natürlich widerlich. Gucken wir uns den einmal kurz an. Konsumierende Schatten gewährt eine Steigerung, wenn ein Verbündeter stirbt. Okay. Ein Schattenkobold herbei. Okay. Leichten magischen Schaden an der Stelle, ne? Der kommt jetzt. Das heißt, kriegen wir noch ein Schild durch? Leider nein. Spott. Und wir probieren das mit dem Schild. Trotzdem. Keine Konzentration. Ich danke dir. Das werde ich mir noch oft anhören müssen. Der explodiert, der Hässliche. Gut, dann wissen wir jetzt, wen wir hier wahrscheinlich fokussen sollten. Ja. Boah, ist das ärgerlich. Anscheinend haben wir auch tosenden Wind gemacht. Eigentlich wollte ich den anderen machen, aber naja. Aber diesmal wollen wir tatsächlich den machen. Denkt ihr, das ist ein Spiel? Wahre Stärke, wahres Herz. Dann geben wir lieber allen wieder ein Schild. Also das mit dem hohen Crit ist jetzt ja theoretisch ein Endlos-Ding. Nichts hält mich auf. Na, natürlich praktisch. Dann haben wir den Kampf hinter uns. 56 Erfahrungspunkte. Ach, ist ja nichts. Dann kommen wir hier durch. So. Hier gibt es viele Sachen zum Angucken. Da ist wieder eins von diesen Portalen, wo wir mit dieser Geisterlinse rein können. Aber wir nehmen den erstmal mit. Weil ich mir nämlich relativ sicher bin, dass hier drüben nochmal welche sind. So. Und zwei Nebelelementare. So, was war mit dem nochmal? Ach, wir kriegen diesen Debuff. Oh, wir haben 3 gekriegt. Das heißt, die Kugel ist in dem Fall nicht ganz so das, was wir hier forcieren sollten. Und dann, was war das? Nebelschwarm? Ach, wir geben uns jetzt diese Debuffs. Ich erinnere mich. Das heißt, möglichst schnell weg, weil das ist leider auch Welle 1. Das heißt, wir müssen die komplett mitnehmen. Ah, wobei, das ist okay. Brauchen aber trotzdem nochmal die Stacks. Wir heilen uns einfach danach. Ich werde gerade erst warm. So heißt. Zack. Sieht gut aus. Ein
kräftiger Schlag. Das wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wollen den machen und dann hiermit finishen. Check. Welle Nummer 2. Die sieht okay aus. Wir haben 20 Punkte, das heißt, wir können sogar ausnahmsweise mal einen Angriff machen. Ich zeige Ihnen die Tür. Du bist gütiger als du denkst. Du bist sehr aufmerksam. Wollen wir aber auch sehen, ne? Wenn die nicht unbedingt Raum angreifen, scheppert das doch schon so ein bisschen. Zack. 2 und boom. Tut mir leid, Freund. Beute in Sicht. Der einmal fix weg, weil ich nicht bei 100% sicher bin, ob wir den da erwischen. Das heißt, wir machen noch einmal coolen und dann haben wir gleich die Möglichkeit, unsere Ult reinzuknallen. So, das machen wir auch direkt. Ult, Windschwert, Action. Und jetzt kommen die guten Fits. Also der Vorteil an diesen Kettenkämpfen ist halt, dass wir den 8 Angriffs-Crit-Bonus von Yasuo halt maximal ausnutzen können, ne? Das muss man halt einfach dazu sagen. Hat das nicht? Ja, hatte, aber wir haben keinen Mana, beziehungsweise keine Überladung. Also wir müssen einen Angriff schlucken oder auch nicht. Und stattdessen kommt nur der Kollege da drüben. Zu leicht. Und weg mit ihm. Der Wind strömt durch mich. So, und dann haben wir auch mit Ahri Level 18. Und können einmal fix nicht Fähigkeiten, aber die letzten 3 Runensplitter. So, jetzt können wir hier den stärkeren Willen nehmen. Mit Pike. Und hier erstmal den ersten Angriff auch mehr Crit. Und dann geht's die Treppe hier noch einmal hoch. Yay! Wir kriegen die aber auch nicht kaputt, oder? Aber interessant, dass wir da getroffen werden. Okay, das heißt Spießrutenlauf, looten, laufen. Looten. Laufen. Karte gucken. Wir haben alles. Und raus da. Okay, dann haben wir die Sachen. Und dann können wir diese 2 Schalter aktivieren. Und dann können wir weiter im Schattengewölbe gehen, aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Das heißt, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder an der Stelle. Macht's gut!